Hallo, liebe Reisemobil-Fans. Eine Reise steht bevor, also die Reisegruppe aufgesessen und los geht's. Spanien, wir kommen. Aber vorne halt, damit solche Bilder nicht entstehen, bedarf es einiger Vorbereitungen. Also alles wieder absitzen und erstmal die Hausaufgaben erledigen. Unser Kai-Uwe hat einen kompletten GFK-Boden. Das ist schon mal gut. Aber ein Blick von unten nach 4 Jahren kann nicht schaden. Wir hatten einen Tiefschlag am Abwassertank zu verzeichnen, wo die Halterungen beschädigt wurden. Nach eingehender Prüfung im Trockendock meldeten wir uns auf dem Asphalt zurück. Weihnachten ist vorbei und der Kai-Uwe wurde mal wieder für treue Dienste belohnt. Es ist Winter und nass und da kann es schon mal zu Traktionsproblemen kommen. Im Notfall kann man sich mit diesen einfachen Anfahrhilfen behelfen. Und die sind nun immer dabei. Ho ho ho, der Überraschung nicht genug, es gab noch Schonbezüge. Allerdings haben wir die Farbe, also ein helles freundliches Schwarz, nicht sehr gut gewählt bei hellen Hundehaaren. Nun denn, muss der Staubsauger eben öfter ran. Ach ja, auch in der Kombüse hat sich etwas geändert. Ein Gewürz- und Zewa-Spenderregal lag unterm Tannenbaum und erleichtert ab jetzt die Küchenarbeit. Jetzt aber schneide ich ein paar Sachen zusammengepackt, denn wir haben hier noch etwas vor. Flott noch den Roller hinten draufgepackt und ab geht die wilde Fahrt, nachdem unsere Kinder das Haushüten übernommen hatten. Die mängelierte Wetterlage zeigt uns alle Möglichkeiten, die zur Verfügung standen, und wir fahren in Richtung Süden. Die erste Haltestelle war mal wieder Düdeling in Luxemburg, wo wir günstig tankten und übernachteten. Hier bekamen wir unsere erste Fehlermeldung, dass dem Kai-Uwe ein klein wenig Luftdruck im Hinterreifen links fehlt. Das sollte sich ändern. Noch voller Vorfreude sahen wir am Himmel etwas Helles, was wir lange nicht mehr gesehen hatten. Es soll sich Sonne nennen. Der Platz in Düdeling ist kostenlos und als Übernachtungsplatz bestens geeignet. Pünktlich zum Sonnenaufgang, zu dieser Jahreszeit Gott sei Dank nicht so früh, meldeten wir uns auf dem Asphalt zurück und fuhren nach Tournus in Frankreich an der Saône. Ein netter Platz direkt am hochwasserführenden Fluss und ein historischer Stadtkern versüßten uns den Aufenthalt und die Übernachtung. Städtische Mitarbeiter wurden zum Stellplatz gefragt und hatten nichts gegen unseren Aufenthalt. Ein schöner Ort zum Schlendern, 4- und 2-Beiner fanden es gut. Bestimmte Bereiche des Ortes waren auch durch das Hochwasser ziemlich eingeschränkt. Und man soll es nicht meinen, aber unser Navi führte uns durch diese Gasse.
Der Kai-Uwe musste sich ganz dünn machen und der Reiseleiter die Spiegel reinklappen und schon waren wir durch. Die Aussicht und die ruhige Nacht entschädigten für die etwas holprige Anfahrt. Der nächste Morgen entließ uns wieder auf die Straße und wir fuhren wie von Geisterhand geführt nach Chuu Long. Berichtet haben wir hier schon einige Male, aber es sei nur so viel gesagt, es war wieder gut. Von oben kann man die kleinen Gassen des Stadtkerns ganz gut sehen und wir kommen auch zu dem Stellplatz. Wieder einen Morgen weiter hieß es Kilometer fressen. Das Ziel heißt Besalú. Besalú ist eine mittelalterliche Kleinstadt in der Provinz Girona. Der Ortskern steht unter Denkmalschutz und das hat seinen Grund. Das mittelalterliche Dorf hat einen besonderen Charme und einen großen Parkplatz, auf dem sogar Wohnmobile erlaubt sind. Nach einem ausgedehnten Rundgang kümmerte ich mich dann um die kleine luftige Inkontinenz unseres Hinterreifens. Dazu benutzte ich den werkseitig mitgelieferten Kompressor, der gleichzeitig ein Reifendichtmittel in das Reifeninnere beförderte. Das klappte leider nicht so gut und so kam zum zusätzlichen Luftverlust eine Dusche Reifenmittel über meine momentan noch erforderliche Winterjacke. Diese hatte damit ihre Verwendung auf ewig beendet und zusätzlich verloren wir weiterhin Luftdruck. Zusätzlich stellten wir nun auch einen Verlust des Reifendichtmittels fest, der durch kleine Risse nach außen drang.
Es war der Samstag vor Silvester, 11 Uhr. Wir suchten uns einen Reifenhändler in der Nähe, wo wir uns noch soeben hinschleppten. Der freundliche Reifenhändler machte uns zunächst allerdings wenig Hoffnung, dass unser Silvester woanders stattfinden wird als auf dem Werkstattgelände. Bei genauerem Hinsehen mussten wir feststellen, dass der andere Hinterreifen auch nicht sehr gut aussah und so hätte uns auch ein Ersatzreifen nicht geholfen. Wie es nun weitergeht, werden wir im nächsten Teil brühwarm berichten.